herzlich willkommen zu diesem Anfängerkurs für historischen Schwertkampf. Mein Name ist Martin Höppner und ich bin Trainer bei der Berliner Rittergilde und dem Hochschulsport Potsdam. In diesem Kurs lernen wir von Grund auf den Kampf mit dem einhändigen Schwert. Und ich kann das euch nur empfehlen, denn es macht einerseits wahnsinnig viel Spaß, ihr bewegt euch ein bisschen dabei und man lernt bestimmt noch die eine oder andere Sache dazu. Wir fechten nach historischen Quellen. In diesem Kurs lernen wir es nach Giovanni dalla Gocchia. Das ist ein Meister aus dem 16. Jahrhundert, der in der Tradition des Bologneser-Fechtens steht, also aus der italienischen Stadt Bologna. Das Schwert im 16. Jahrhundert, in der Renaissance, sieht schon ein bisschen anders aus, als man es vielleicht aus dem Mittelalter kennt. Es beginnt hier auch mit dem Knauf, der zur Balance des Schwertes dient. Darauf folgt der Griff des Schwertes, das Kreuz und verschiedene jetzt schon Fingerringe oder Knöchelringe, die die Hand einfach schützen sollen. Wir haben hier meistens eine Unschärfe im Schwert, also ein sogenannter Ricasso. Darauf folgt die tatsächliche Klinge mit seinen zwei Schneiden und der Spitze bzw. dem Ort des Schwertes. Greifen ist nicht ganz genau beschrieben. Wir sehen es aber auf einigen Bildern und dort ist meistens dargestellt, dass der Griff mit den unteren drei Fingern und dem Daumen gegriffen wird und der Zeigefinger über das Kreuz auf das Ricasso des Schwertes gelegt wird. Die Schneiden können wir unterteilen in die wahre Schneide des Schwertes. Das ist die Schneide, die auf der Seite eurer Fingerknöchel ist. Und die falsche Schneide des Schwertes, hier oben, die auf der Seite des Daumens liegt. Außerdem können wir die gesamte Klinge auch in einen vorderen Abschnitt teilen, die Schwäche des Schwertes oder Debole, und den hinteren Teil des Schwertes, die Stärke des Schwertes bzw. Forte. Einfach deswegen, da man hier draußen einen größeren Hebel hat, um die Hand zu manipulieren, wir hier also schwächer sind, wenn wir das Schwert führen und hier einfach stärker. Gut. Jetzt schnappt euch euer Schwert oder einen beliebigen anderen Stabstock. Ich habe zum Beispiel hier auch lange Zeit einfach von einem Wischer abgeschraubt den Stab genommen. Das geht ganz wunderbar. Und dann sehen wir uns gleich zum Warm-up. Willkommen zum Warm-up. Das ist ein leichtes Warm-up, welches euch auf die Bewegung innerhalb dieses Kurses vorbereitet. Und jedes Mal, wenn ihr eine Übung oder so macht, könnt ihr dieses Warm-up gerne vorher ausführen. Wir beginnen unten mit den Füßen. Und zwar gehen wir erst auf die Zehenspitzen und rollen dann zurück auf unsere Hacken und heben die Fußballen vom Boden ab. Und gehen vor und zurück. Also nach hinten und nach vorne. Und das ist ganz schön für die Waden. Dann können wir nach außen und nach innen gehen, um noch ein paar der Bänder in unseren Fußknöcheln zu dehnen und auch schon mal die Knie etwas anzuwärmen. Auf die zählt auch jetzt die nächste Übung ab. Wir nehmen die Knie zusammen und rotieren unsere Knie erst gegen den Uhrzeigersinn ein paar Mal. Macht alles nur so weit, wie es sich gut für euch anfühlt. Und jetzt in die andere Richtung. Gut, wir wandern weiter hoch. Wir wollen in die Oberschenkel einmal angreifen. Und dazu ziehen wir den einen Fuß nach hinten und gehen nach vorne. Und auch hier wippt der Fuß hin und her. Nach vorne, soweit es geht, strecken und hinten schön hochziehen. Und dann nehmen wir den anderen Fuß . Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht so hoch kommt. Ich bin auch selber hier nicht so besonders dehnbar,
Aber einfach, um das ein bisschen warm zu kriegen. Brauchen wir die Außenseiten noch. Dazu machen wir Kreise mit unseren Beinen. Schön groß und die gehen auch schön nach hinten. Wechseln die Richtung. So hoch wie möglich den Fuß dabei nehmen. Und die andere Seite. Ist auch gleich eine Gleichgewichtsübung. Im Zweifelsfall könnt ihr euch natürlich gerne irgendwo festhalten, wenn es gar nicht geht. Gut, dann wollen wir hier weiter in die Hüfte wandern. Wir ziehen das Knie nach oben, bringen das Knie zur Seite raus, treten nach hinten, ziehen wieder rein, drehen raus, treten nach hinten. Okay, und auf der anderen Seite. Ihr merkt es hier, dehnt es auf. Hinten muss sich der Hintern anstrengen und alles wird angenehm warm. Gut, noch ein bisschen breiter stellen, einmal ins Hüftkreisen. Versucht die Kreise so groß wie möglich zu machen. Wechseln. Gut, das soll für unsere untere Körperhälfte reichen. Wir machen weiter mit dem unteren Rücken. Und ein bisschen Dehnung ist tatsächlich sogar immer noch drin für die Hintermuskulatur. Und zwar schieben wir den Hintern ganz weit nach hinten raus, sodass der Oberkörper nach vorne geht mit geradem Rücken. Wir nehmen das Schwert nach vorne und jetzt schieben wir einfach den Hintern wieder nach vorne. Und hier kriegt unser unterer Rücken ein bisschen was zu tun. Und die Rückseite unserer Oberschenkel, unserer Waden und des Hinterns werden auch nochmal gedehnt. Okay, passt. Ein bisschen in die Rotation wollen wir auch gehen. Das Schwert auf Schulterhöhe und führen es ein paar Mal zu beiden Seiten. Nehmen es über den Kopf und führen den gesamten Oberkörper mal zur Seite. Okay, wollen wir noch ein bisschen Rotation reinbringen, fasst das Schwert oder euren Stab an beiden Enden an und jetzt drehen wir hier auf, führen das hinter unserem Körper und nehmen den ganzen Körper mit in diese Rotation rein. Und in die andere Richtung. Gut, dann gehen wir zu den Schultern und kreisen die ein paar Mal nach vorne und nach hinten. Und wir machen Armkreisen. Jetzt könnt ihr das Schwert einmal kurz ablegen. Wenn eure Decken noch höher sind als meine, könnt ihr das auch direkt mit dem Schwert machen. Und in die andere Richtung. Und dann einmal ganz kurz den Bizeps. Einfach ein paar Mal das Schwert heben, die Ellenbogen bleiben am Oberkörper dran. Je mehr Gewicht ihr habt, desto anstrengender ist das natürlich. Aber wie gesagt, wir wollen einfach nur ein paar Mal bewegen. Und die Muskeln aktivieren. Trizeps wollen wir auch noch haben, dazu bringen wir das Schwert über den Kopf. Lassen die Arme hinter dem Kopf fallen,
Die Ellenbogen bleiben an der gleichen Stelle und dann drückt ihr das Schwert hier wieder raus. Am besten ist es hier, wenn eure Hände ungefähr im Schulterabstand auseinander sind. Gut. Dann haben wir noch den Kopf. Wir schauen einmal nach unten und nach oben. Und nach links und rechts. Dann neigen wir nach links und nach rechts. Und dann noch einmal auslockern. Und jetzt solltet ihr warm genug sein für alle Übungen, die innerhalb dieses Kurses erstmal auf euch zukommen. Vielen Dank. Willkommen zu dieser ersten Lektion. Wir lernen jetzt schon 4 Schläge, 3 Positionen, ein bisschen Fußarbeit, also schon eine ganze Menge. Aber vorher wollen wir uns natürlich angucken, wie wir erstmal allgemein stehen. Und dazu solltet ihr relativ gerade sein, sowohl im Rücken, also Brust raus, Bauch rein, Kopf und Kinn hoch. Die Hand, die ihr nicht benutzt, kann entweder in die Hüfte, sie kann vor die Brust genommen werden oder hinter den Rücken. Und eure Beine sollten relativ gerade, aber nicht durchgestreckt sein. Es hilft immer zu lächeln, da lernt es sich viel besser und das Schwert in eurer führenden Hand zu haben. Gut, die erste Position, die wir uns anschauen, ist Gardia Alta. Dazu nehmt ihr das Schwert hoch und macht einen kleinen Schritt mit dem rechten Fuß nach vorne. Das Schwert zeigt nach oben bzw. leicht nach hinten. Und von hier aus machen wir unseren ersten Schlag. Und zwar einen Schlag von oben nach unten, ein Fendente. Und dieser soll an unserer linken Körperhälfte enden. Das heißt, er kommt leicht von rechts und geht nach links. Und solche Schläge werden als Mandriti bezeichnet. Oder ein Mandrito. Zusammen also ein Schlag von hier oben nach unten links ist ein Mandrito Fendente. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist, den rechten Fuß ein bisschen dabei nach vorne zu bewegen. Und dann kommen wir hier unten an. Also das ist ein Mandrito Fendente. Fendente, weil von oben kommt. Und Mandrito kommen für Rechtshänder von rechts. Für Linkshänder kommen sie tatsächlich von links. So, und jetzt ziehen wir das Schwert auf der gleichen Linie direkt wieder nach oben. Und zwar jetzt mit der falschen Schneide leitend. Und das ist direkt schon unser zweiter Schlag. Lass die Arme bei diesen Schlägen schön gestreckt. Und dieser Schlag mit der falschen Schneide ist ein Falso. Und da er von der linken Seite jetzt kommt, ist es ein Falso Manco. Okay, bleiben wir einmal kurz oben stehen. Wir können natürlich auch das Schwert von oben nach unten ziehen, also auch wieder als Fendente. Aber es kann ja auch an unserer eigenen rechten Körperhälfte enden. Und dann kommt der Schlag eben leicht von links. Ist immer noch ein Fendente, aber jetzt ein Roverso Fendente. Roversi ist die Mehrzahl. Kommen für Rechtshänder von links und für Linkshänder von rechts. Und ihr seht, wir machen die ganze Zeit hier volle Schläge, das heißt von ganz oben bis nach ganz unten.
Und auch hier schlagen wir im Prinzip schon wieder einen Falso nach oben. Und diesmal ist es ein Falso dritto. Dritto, einfach die Kurzform von Mandrito. Der Schlag von rechts für Rechtshänder. Das ist also ein Falso, der von rechts unten kommt. So, und oben sind wir hier, wie gesagt, im Guardia Alta. Die höchste der Positionen, die wir irgendwie formen können. Und hier unten sind wir entweder, wenn das Schwert an unserer linken Seite ist, wenn wir also ein Mandrito Fendente schlagen, dann sind wir hier unten in Porta di Ferro. Und genauer gesagt in Porta di Ferro Lager. Denn in den Lagerpositionen zeigt das Schwert nicht auf den Gegner und ist eher nach unten ausgerichtet. Schlagen wir aber ein Roverso Fendente, also von links nach rechts, endet das Schwert ja auch in unserer rechten Körperhälfte. Und dann sind wir hier in der Position Coda Longa Lager. Wieder Lager, weil das Schwert zeigt ja nicht auf den Gegner. Und die Position hier mit dem Schwert an eurer rechten Seite ist Coda Longa. Von Coda Longa und Porta di Ferro gibt es mehrere Varianten, die wir im Laufe dieses Kurses alle lernen werden. Aber das sind eure vier Schläge. Mandrito Fendente, Roverso Fendente, Falso Manco von links unten nach rechts oben und Falso Dritto von rechts unten nach links oben. Den Arm schön gestreckt dabei lassen. Jetzt haben wir die Schläge schon schön aus dem Arm geführt. Wie gesagt, immer schön mit gestreckten Arm arbeiten. Wir wollen ja die maximale Reichweite des Schwertes auch tatsächlich ausnutzen und die Schläge nicht kurz ziehen, ohne dass wir es wollen. Das zweite ist, was wir brauchen, ist tatsächlich den Rest unseres Körpers. Und entscheidend dafür ist unsere Hüfte und unsere Füße. Wenn wir also einen Schlag von rechts oben nach links unten ziehen, wollen wir auch unsere rechte Hüfte nach vorne bringen. Und dazu kann in der Ausgangsposition der vordere Fuß etwas nach außen zeigen. Und wenn wir jetzt einen Schlag führen von rechts oben nach links unten, geht die Hüfte nach vorne und der Fuß dreht zurück. Das ist wie beim Boxer, der die Schultern und die Hüfte auflädt, um einen kräftigen Schlag zu machen. Also von der Seite. Wir laden die rechte Hüfte auf, sie zieht zurück und beim Schlag geht sie wieder nach vorne und der Fuß ist dann auf den Gegner wieder ausgerichtet. Also aufziehen die Hüfte und schlagen. Und beim Falso genau das Gegenteil. Die rechte Hüfte ist ja jetzt eh schon vorne und die linke hinten. Das heißt, die linke Hüfte ist aufgeladen für einen Schlag, nämlich genau für diesen Falso-Manko, den wir hier wieder nach oben ziehen können. Und ihr könnt sowohl über den Fußballen des vorderen Fußes rotieren, als auch hinten. Versucht es Stück für Stück zu machen, wie es euch bequem ist. Aber nehmt den Körper mit, um die Bewegung zu unterstützen. Wenn wir einen Roverso führen, sollte natürlich dann die linke Hüfte nach vorne gehen. Und hier in Coda Longa, insbesondere wenn der rechte Fuß vorne ist, zeigt dieser rechte Fuß dann eben auch meistens leicht nach außen. Also Schlag kommt von links, linke Hüfte geht nach vorne, Schlag kommt von rechts unten, rechte Hüfte geht nach vorne. Schlag kommt von rechts, rechte Hüfte lädt auf und geht nach vorne. Schlag kommt von links, linke Hüfte geht nach vorne, rechte Hüfte zurück.
Okay, dann wollen wir uns noch ein bisschen durch den Raum bewegen und dazu nutzen wir halbe Schritte. Und halbe Schritte sind einfach solche, bei denen der vordere Fuß der gleiche bleibt. Also ist mein rechter Fuß der vordere, dann bleibt dieser es auch. Dazu geht der rechte Fuß nach vorne und der linke zieht nach. Oder zurück, der linke Fuß dreht nach hinten und der rechte zieht nach. Das sind halbe Schritte. Und das können wir jetzt mit unseren Schlägen verbinden. Und zwar können wir immer einen halben Schritt auf jeden Schlag machen. Mit Mandriti Fendenti und Falsi Monkey. Oder auf der anderen Seite mit einem Reverso Fendente und einem Falso Drifo. Gut, das war eure erste Lektion. Mandrito Fendente, Reverso Fendente, Falso Drifo und Falso Manco. Guardia Alta, Coda Longa Larga und Porta di Ferro, Lager. Ein halber Schritt. Vielen Dank und viel Spaß bei den Übungen. Hallo und herzlich willkommen zur Übung für die erste Lektion. Wir beginnen mit einem kleinen Drill und dann wollen wir etwas ins interaktive Training gehen. Fangen wir erstmal mit dem Drill an, noch ganz ohne Fußarbeit. Wir gehen in Guardia Alta und schlagen einen Mandrito Fendente in Porta di Ferro Larga. Von hier aus schlagen wir einen Falso Manco, wieder in Guardia Alta, gefolgt von einem Reverso Fendente in Coda Longa Larga. Und nun folgt ein Falso Drito und wir gelangen wieder in Guardia Alta. Wir nehmen die Hüften mit, laden auf, Mandrito Fendente, Falso Manco, Reverso Fendente, Falso Drito. Die Schläge kommen von rechts, rechts, links, links, unten, oben, unten, oben. Und im Prinzip zeichnen wir hier eine Schleife vor uns. Lass die Arme schön gestreckt und auch die Handgelenke gerade. Wir wollen nicht das Handgelenk überspannen oder überdehnen, sondern die Hand bildet eine Linie mit dem Arm. Der Ellenbogen ist nicht durchgestreckt, aber lang. Von hier. Und jetzt machen wir ein bisschen Fußarbeit dazu. Und zwar auf jedem Fendente machen wir einen halben Schritt nach vorne oder hinten, so wie euer Platz es zulässt. Also, Fendente Schritt aufziehen. Ich mache jetzt hier sehr kleine Schritte. Meine Füße sind sehr dicht zusammen. Wenn ihr mehr Platz habt, macht es gerne auch weiter. Gut. Kommen wir zum interaktiven Teil. Und zwar sollt ihr jetzt reagieren auf einen Schlag, den ich mache. Und zwar soll dieser Schlag, den ich gegen euch schlage, in die Luft gehen. Das heißt, ihr sollt zurückweichen.
Und zwar starten wir dazu in Coda Longa e Larga. Wir gehen mit einem halben Schritt zurück und ziehen den vorderen Fuß bis nach hinten an unseren hinteren Fuß ran. Und dabei heben wir unser Schwert in Guardia Alta, sodass der Schlag vor uns ins Leere geht. Und dann wollen wir selbst kontern, und zwar mit einem eigenen Schlag mit Ausfall. Also auch wieder ein Schritt und ein Schlag. Das heißt, von vorne, wir weichen aus und kontern. Wir weichen aus und kontern. So, jetzt soll euer eigener Schlag mein Schwert natürlich idealerweise am Ende decken. Das heißt, wenn ich von rechts schlage, ist das Schwert am Ende auf eurer rechten Seite. Das heißt, ihr müsst von links nach rechts schlagen, damit euer Schwert hier meins überkreuzt. Das heißt, ich schlage einen Reverso Fendente, ihr weicht zurück und kontert dann mit einem, ich habe einen Mandrito Fendente geschlagen, ihr kontert mit einem Reverso Fendente. Machen wir das dreimal. Zurückweichen. Reverso Fendente. Zurückweichen in Guardia Alta. Reverso Fendente. Und noch einmal. Zurückweichen. Kontern. Und von der anderen Seite weicht ihr zurück und schlagt dann ein Mandrito Fendente. Ich schlage ein Reverso. Ihr schlagt ein Mandrito. Zurückweichen. Vor- und Mandrito-Fendente. Zurückweichen, Vor- und Mandrito-Fendente. Okay, seid ihr bereit? Jetzt kommen die Schläge abwechselnd von links und von rechts in einer beliebigen Reihenfolge. Zurückweichen und kontern. Und oben reagieren, wo euer Schlag hinkommen muss. Nehmt die Hüfte mit. Arme gerade lassen. Lasst euren Boden ganz. Lasst eure Lampen ganz. Zurückweichen, Reverso Fendente. Zurückweichen, Mandrito Fendente. Versucht zu erkennen, welchen Schlag ich machen werde, noch bevor ich ihn mache. Zurückweichen, kontern. Ich mache einen Angriff, der zu lang ist, ihr lasst ihn ins Leere abweichen und kontert. Gut, das soll reichen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Übung gerne nochmal machen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Lektion. Mit der nächsten Übung lernen wir genau genommen noch ein bisschen neue Fußarbeit. Wir beginnen erstmal wieder mit einem Solo-Drill und dann kommt ein interaktiver Part. Also, wir kennen die halben Schritte. Vorderer Fuß geht vor, der hintere zieht nach. Da wir mit dem rechten anfangen, geht also rechts vor, links zieht nach. Oder wenn wir zurückgehen, links geht zurück, rechts zieht nach. Diese halben Schritte können wir natürlich nicht nur vor und zurück machen, sondern wir können ja auch unsere Position im Vergleich zu unserem Gegner verändern, indem wir beispielsweise nach rechts gehen und der linke zieht nach
oder wir gehen nach links und der Linke zieht nach und wir verändern unseren Winkel. Also wir können uns hier im Prinzip auch in der Horizontalen bewegen. Und das nächste, was wir machen können, ist, gerade wenn wir zurückgehen, nicht nur einfach linken zurückziehen und rechten hinterhersetzen, sondern wir können ja versuchen, auch manchmal vielleicht etwas schneller zurückzuweichen, indem wir abspringen. Und dazu drücken wir uns mit dem vorderen Fuß ab und landen dann auf unserem hinteren Fuß. Also, halber Schritt vor und ein kleiner Sprung zurück. Im Prinzip ist es gar nicht anders als ein halber Schritt, einfach nur ein bisschen energetischer ausgeführt, aber ein ganz wichtiges Element im Bologneser Fechten. Bringen wir das Schwert dazu. Und zwar wollen wir ein Mandrito Fendente schlagen und dabei nach rechts gehen. Mit einem halben Schritt. Also wir gehen nach rechts, ziehen den linken Fuß nach und schlagen bei dem ersten Schritt den Mandrito Fendente, bis wir in Porta di Ferrolaga sind. Von hier aus wollen wir zurückweichen, und zwar mit einem Falso Manco. Wir gehen also wieder in Guardia Alta. Aber jetzt springen wir dabei zurück. So, und jetzt wollen wir wieder in die andere Richtung gehen. Das heißt, wir schlagen jetzt einen Roverso Fendente und gehen dabei nach links. Und auch von hier können wir zurückspringen und wieder mit einem Falso die Aktion beenden. Jetzt einen Falso Dritto, um wieder in Guardia Alta zu kommen. Also Mandrito Fendente nach rechts gehen, Falso Manco nach hinten springen, Roverso Fendente nach links gehen und Falso Dritto wieder ein kleiner Sprung nach hinten. Das machen wir noch ein paar Mal. Nach rechts, zurück, nach links, zurück. Versucht, die Rotation mal ein bisschen größer zu machen, je nachdem, wie viel Platz ihr dabei natürlich habt. Wir sind hier in Porta di Ferrolaga, dann wieder in Guardia Alta, dann sind wir in Coda Longa Lager und wieder in Guardia Alta. Okay, soll reichen. Jetzt wieder in einem interaktiven Drill, das heißt, ihr reagiert auf Sachen, die ich mache. Und was wir jetzt machen, ist ein Parade-Konter-Drill. Natürlich ist es wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen, wie man tatsächlich ein Schwert pariert. Das heißt, diese Übungen können auf jeden Fall nur ergänzend in eurem Training sein. Idealerweise könnt ihr all diese interaktiven Drills ja auch mit einem Partner ausführen. Also schnappt euch einfach jemanden und überzeugt ihn, dass Schwertkämpfen eine ganz tolle Sportart ist. Aber ihr könnt trotzdem schon die Fußübung, die Fußarbeit ganz gut lernen und lernen zu reagieren auf einen Input, den ich euch jetzt gebe. So, und zwar, ich werde angreifen wieder aus Guardia Alta mit entweder einem Mandrito Fendente oder einem Roverso Fendente. Wenn ich einen Mandrito Fendente mache, möchte ich, dass ihr auch selber einen Mandrito Fendente schlagt, der diese Linie hier kreuzt und im Prinzip diesen Schlag wegblockt. Dabei geht ihr vom Schmeinschwert auch weg und also ein Stück in diese Richtung. Das heißt, ihr schlagt den Mandrito Fendente und geht nach rechts und dreht euch ein bisschen ein, so wie wir es gerade geübt haben. Wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr den Fall zu hoch, im Prinzip direkt auf mich und springt dabei zurück, um euch wieder außer Distanz in Sicherheit zu begeben. Das heißt, wir machen das einmal, ein paar Mal locker, nur der Mandrito Fendente, dreimal. Ich schlage.
Ihr geht zur Seite und schlagt selbst ein Mandrito Fendente. Und jetzt Fall zu Manko, wieder nach oben und zurückspringen. Nochmal. Mandrito Fendente nach rechts gehen, Fall zu Manko und zurück. Noch einmal. Gut. Im Prinzip genau wie der erste Teil des Solo-Drills, den wir gerade gemacht haben. Und jetzt auf der anderen Seite, ich schlage ein Roverso Fendente. Ihr geht diesmal nach links, also auch wieder vom Schwert weg und schlagt selber einen Roverso Fendente, der diese Linie kreuzt, also diesen Schlag hier abwehrt und zieht dann einen Fall zu, diesmal einen Fall zu Dritto nach oben, während ihr zurückspringt. Machen wir das dreimal. Fall zu Dritto und zurück. Der Roverso blockiert meinen Roverso und der Falso ist der Konter, während ihr euch in Sicherheit bringt. Und noch einmal. Okay, und jetzt gebe ich euch diese beiden Schläge wieder in einer beliebigen Reihenfolge und ihr müsst selbst reagieren. Fangen ganz locker an. Durch eure Fußarbeit kreiert ihr im Prinzip hier einen Winkel, der euch die Verteidigung leichter macht. Und der Falso geht idealerweise über meinen Oberkörper, durch mein Gesicht, während ihr selbst zurückspringt und euch in Sicherheit. Denkt daran, den Arm schön ausgestreckt zu lassen. Das Handgelenk bleibt gerade und stabil. Rücken gerade, Kopf hoch. Lächeln nicht vergessen. Okay, das soll soweit reichen. Falls ihr Lust habt, macht diese Übung natürlich direkt nochmal. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Lektion.